So. Moin. You take over. Keep eye on prisoner. Me go for break. Ja, anscheinend ist der Typ besoffen oder schlaftrunken. Achtet nicht so sehr auf unsere Körperhaltung. Gott sei Dank. Na, dann. Wenn wir was aufheben, werden wir automatisch zurückverwandelt oder was? Du hast Crystals Stab. Ach, das ist der Stab. Das ist gar kein Schlüssel. Guten Morgen. Ja, nice. Dann machen wir erstmal hier Käfige auf. To find the spell stone, you must first activate the wind lifts. This is the key to the power chamber. The power supply to the whole city is down. These wind lifts will only work if you restart the generator. Okay, Energiegenerator mit Schlüssel öffnen, um Windlüfte zu aktivieren. Der Lichtkammerschlüssel. Damit öffnest du die Lichtkammer der Festung. Da tapst der Dino da vorne weg. Witziger Geselle. Ja, moin, danke auch. Bitte. Nö. Red einfach nicht mit uns. Nur für mich. Leute, es tut mir leid, ne? War da vorne jetzt irgendwas? Da waren nur Kisten, für die wir den Stab brauchten. Ansonsten noch nichts, oder? Boah, ich dachte gerade wegen. Noch ein Buff und das, ey. Den werden wir auch zugeschissen mit den Dingern. So, warum steht diese Kiste hier? Ach, die kann man nur als Sharpcore tragen, oder was? Interessant. Okay. Ich glaube, ich leg jetzt die mal hier oben drauf. Ach, oh, und die Aktivierung kostet doch Energie. Oh, ah. Weil Sharkclaw kann nicht mit Leuten reden. The power supply to the whole city is down. These wind lifts will only work if you restart the generator. Ja, das haben wir ja verstanden. Mann, ey. Steuerung. So. Wir müssen ja irgendwie einmal selbst hier hochlüften, damit wir die Dinger einsammeln können. Und ganz oben kommen wir nicht, ne? Ja, schade. Nun gut, nun gut. Ach, der jetzt noch was Neues? The power supply to the whole city is down. Ja, ja. These wind lifts will only work if you restart the generator. Ja, ne. Hat hier unten ein Riss. Ach, das ist ein Ventilator, ne? Vielleicht ist das einer von diesen Lifts. Wetten, dass das vom Timing her. Oh, ah. Wenn ich einfach laufen wollte. Oh, ich bin so doof, ich hätte einfach weiter laufen. Hätte wahrscheinlich gepasst. Sind ja auch ein Soundeffekt. Ach, als ob. Ein Soundeffekt, den Rare gerne benutzt hat. Wenn ich die anderen Spiele gucke, ich glaube, der wird auch bei Banjo Kazooie oder Banjo Tooie für manche Gegner verwendet.
Ach, das ist aber echt lächerlich. Kann auch ein bisschen deutlicher machen, wo die Lichter durch lang fahren. Und nochmal, komm, Blitz, Blitz. Nee. Ja, ganz schön kaputt, ey. Hier, wir haben Energie, wir haben Dings. Die große Kiste ja auch kaputt? Nö. Aha. Sehr gut. Merken uns, da ist ein Weg. Anscheinend aber auch, der nicht unbedingt so weit führt. Ace. Ja, weak. Als Maul. Uah. Kann man die eigentlich abknallen? Eine Arena wegen drücken. Okay. Eine Stabtruhe. Ah ja, hier haben wir die Lichtkammer. Machen wir jetzt erstmal das oder gehen wir? Ich glaube, wir machen erstmal das. Jetzt sind wir hier in dieser Lichtkammer. In der ist kein. Warum kriege ich hier keine Luft? Hier ein bisschen abgeriegelt oder was? Rot, grün, blau. Der hat nicht gesagt, wie die funktioniert, ne? Hier scheinen Sachen zu fehlen, okay. Juhu, da kommt noch später. Jetzt haben wir, hier ist Feuerio. Ach, gib Fick, ey. Hier kommen wir nicht lang. Und hier ist okay. Auch wieder ein Lift. Oh, Lifty Boy, Lifty Boy. Das ist ein Insider. Eine Insider-Version von Crystal Ball von Keane. Oder Keane oder Keanu, wie auch immer.
die Band ausgesprochen wird. So, heiß! Hä? Ja, wo ist denn hier der... Da kommen wir her. Der Schalter auf Zeit. Wie soll ich an dem Feuer vorbeikommen? Vielleicht mit Glaciales. Möglicherweise. Ganz vergessen. Ja, moin. Aber warum ist hier zu? Dazu ist immer nur ein Schalter aktiv. Sorry, ich muss mir noch die Schalter angucken. Ich habe die vorhin so lapidar gedrückt und habe dann nicht wirklich drauf geachtet. Okay, wir gucken mal. Wir drücken jetzt den. Geht da oben auf? Ja. Eigentlich sind die alle drei gedrückt. Jetzt der erste wieder rausgeploppt. Ich mach kurz, ob die irgendwie... Wenn nur zwei gleichzeitig gedrückt werden, dann gut, ist aber egal. Machen wir erst den. Jetzt ist die Mitte wieder raus. Anscheinend können nur zwei gleichzeitig gedrückt werden oder so. Oder einer haut immer einen anderen wieder raus. Ich check's nicht ganz, aber... Ach, lass mich in Ruhe, ey. Ah, wir hören, okay, doch, irgendwie anscheinend sind doch. Irgendwie doch time-based anscheinend. Aber wie soll ich denn von. Wie ist das denn überhaupt, wenn ich. Na gut, dann machen wir es so. Komm. Laufen wir mal als Sharpclaw hier lang. Kann ich von hier oben runterspringen? Da bestimmt nicht, oder? Guten Morgen, Vera. Hallo. Bin ein Dino-Mann. Ich mache Dinos an. Nee. Nur mit Rollen eigentlich schneller. So, das hätten wir. Aha, ein Kristallei. Oder was ist es? Ah ne, erst die Öffnungsfanfare, dann die Aufhebenfanfare. Alles toll. Ein Lichtdiamant. Setze ihn in der Lichtkammer der Festung ein, um die Cloudrunner-Festung wieder mit Energie zu versorgen. Okay. Gut. Dann jetzt schnummert Schwei, ho. Was ist denn jetzt los? Hast du auch Freunde mitgebracht, Vera? Ich heiße alle Leute willkommen, die hier einschalten.
die wir gerade eingeschalten haben. Schön, dass ihr da seid. Nehmt Platz. Und ich bin ein Idiot und hab vergessen, wo es lang geht. Und nochmal, komm. Bam. Yep. Wir nehmen alles Kauf hier. Ich bin unsterblich! Nee. Hä? Och, verdammt. Oder muss ich jetzt den ersten wegbringen? Oh. Das war gelogen. Dich ist noch gelogen, Frau Hörn. Oh, ich bin ja echt geistig hier früher. Wir bringen jetzt erstmal den Grünen hier weg. Vielleicht tut's ja schon irgendwas. Wir sehen Grüne. Blink, blink. Oh, wir sehen, dass wir keine Luft mehr haben. Ja. Möglich natürlich. Oh. Ah ja, wird auch Tag und Nacht. Interesting. Also ich das richtig, dass wir mit dem Mittelschalter. Mit dem mittleren Schalter nichts erreichen. Dann mache ich hier jetzt auf. So rechts unten. So, dann machen wir da Feuer aus, dann gehen wir da durch und holen uns da schon mal das Dingens. Wechseln schon mal auf Glacialis. So. Und wechseln auf Stabsprung, nicht Terrasprung. Ich verwechsel die Symbole immer miteinander. Oh, wir haben keine Energie mehr. Wir brauchen Magie. Die ja nicht auch, dass Fox eigentlich überraschen menschliche Finger hat für so einen Fuchs. Sieht mir komisch aus, finde ich. Ein Lichtdiamant. Dann haben wir den zweiten. What shall we do? Wir sind am Batterie. Da auch eine Sprungplatte, die ich übersehen habe. Ich hab keinen Bock zu warten hier. Ich weiß, man soll eigentlich warten, aber. Ne, hier ist keine Sprungplatte und der Schalter ist inaktiv. Habe. Die Hände hätte man nicht. Ja. Ja, ich hab's gestern jetzt den letzten Teil von Rocket Beans gesehen. Die sind jetzt durch. Ja, spannend. Ende ist überraschend und soll ich sagen, bisschen unbefriedigend. Also ich fand es zumindest irgendwie nicht so richtig erquickend. Ach, hier kommen wir durch. Nee, doch. Kommen wir hierher? Leute, ich bin völlig lost. So wird da nichts bis 12. Jo. Guten Morgen, Herr von Gehlen. Da sind wir wieder ganz am Anfang. Ach so, wir wurden ja geschnappt. Ah ja. Klar, natürlich, wir wurden ja geschnappt, als wir hier hingelaufen sind. Wir müssen da oben hin. Das mache ich, ist okay. Ja, die Bohnen haben 9,5 Stunden gebraucht, glaube ich. Entschuldigung, es ging gerade um
Na, sag schnell. Wie heißt es denn? Resident Evil 8 Village. Natürlich ist inzwischen die Tür zu, weil wir zu lang gebaut haben. Nee, was ist das spaßig? Wir machen ohne. Also, ich meine, wir hatten ja schon zeitbasierte Schalter, die einen Ton von sich gegeben haben, als sie abgelaufen sind. Warum denn dann nicht? Also, warum? Warum nicht hier? Wenn ich es zeitbasiert mache, dann mach doch irgendwie. Gib mir doch einen Hinweis, wie lange ich hab. Damit ich auf halbem Weg wieder umkehren kann, falls es zu spät ist. Nun denn, wie Meliodas von den Seven Deadly Sins zu sagen pflegt. Ich finde das eine sehr schöne Anime-Serie auf Netflix. Über den roten leuchtet Diamant.